CS Airsoft. Heute geht es um Airsoft Akkus, wie ihr es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen habt. Und zwar, wo bekommt ihr günstige und gute Akkus für eure Airsoft-Waffen her, für eure Airsoft-IGs bzw. SIGs. Und zwar, ich würde euch mal generell davon abraten, Akkus in Airsoft-Shops zu kaufen. Und zwar deswegen, sie sind dort extrem überteuert. Ich werde euch jetzt eine Seite zeigen, nur zur Info, ich bekomme da kein Geld dafür, ich bekomme keinen Cent von dieser Seite. Und ich werde euch heute zeigen, wo ihr gute, günstige Airsoft-Akkus herbekommt. Dieses Video haben auch schon andere Airsoft-YouTuber gemacht, bis in diesen Tipp. Aber ich treffe trotzdem immer wieder noch Leute, die nicht wissen, wo sie günstig ihre Airsoft-Akkus kaufen können. Und zwar, ich werde euch jetzt eine Seite zeigen. Ich bekomme von dieser Seite kein Geld und so weiter. Das ist keine Sponsoring, sondern das ist so, weil ich das immer so mache. Und auch andere Airsoft-YouTuber und so weiter haben das schon in ihre Videos aufgenommen. Und ich finde es auch besonders wichtig, dass es jeder weiß. Weil, wenn ihr Airsoft-Akkus in Airsoft-Stores kauft, ist es meiner Meinung nach komplette Abzocke. Und zwar, ich werde euch heute eine Seite zeigen, wo ihr gute und günstige Airsoft-Akkus ganz einfach kaufen könnt. Und zwar heißt die Seite Hobbykino. Ich werde euch die Seite natürlich hier unten auch verlinken und da könnt ihr Akkus kaufen, die kosten circa ein Drittel von dem, was Airsoft-Akkus kosten im normalen Store. Die kosten meistens so mit 20 bis 30 Euro in Airsoft-Geschäften und solche Akkus kosten 6, 7 Euro, wenn ihr die kauft, auf Hobbykino. Die Akkus sind von der Marke Nanotech, also Tunergy. Wenn ihr diese Akkus eben auf Hobbykino kauft, spart ihr euch sehr viel Geld. Und nur so am Rande, Airsoft-Akkus, wo der Name einer Airsoft-Marke drauf gedruckt ist, das heißt nicht, dass die Airsoft-Akkus dann besser sind als diese Akkus. Das sind sie nämlich nicht. Es kann sein, dass das sogar die gleichen Akkus sind aus der gleichen Fabrik und die Airsoft-Firma lässt da einfach ihren Namen drauf drucken oder die Airsoft-Marke oder wer auch immer und sie verkaufen diese Akkus um 20 bis 30 Euro, obwohl die in der Herstellung ziemlich günstig sind und wie gesagt, je nachdem was für einen Akku ihr kauft, kann dann das hier zwischen 5 und 8 Euro kosten. Also würde ich euch wirklich empfehlen, die dort zu kaufen. Also wir befinden uns jetzt hier auf der Seite hobbyking.com und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr zu euren Akkus kommt. Es ist im Endeffekt ganz einfach. Ihr drückt hier auf Akkus und Ladegeräte, wer hätte es gedacht, und wählt dann hier LiPo-Akkus aus für eure Airsoft-Waffen. Lädt kurz, mein Internet ist nicht so schnell. Jetzt könnt ihr gleich Sucheinstellungen treffen, ihr könnt hier den Preis einstellen, ihr könnt hier das Warehouse, also das Lager, wo der Akku sich befindet oder von wo er losgeschickt wird, könnt ihr euch aussuchen. In dem Fall würde ich euch EU empfehlen. Dann könnt ihr In-Stock oder On-Sale oder was auch immer anwählen. Die Capacity vom Akku, das sind die Milliampere-Stunden, die er hat. Für Airsoft würde ich so zwischen 2000 und 1000 wählen, das heißt ca. bisschen über 2000 und da würde ich knapp unter die 1000 gehen. Dann habt ihr eigentlich die Kapazität, die Airsoft-Akkus abdecken. Ja, Discharge und Maximal Charge Rate könnt ihr noch einstellen. Wichtig, hier könnt ihr die Zellen einstellen, die ihr sucht. Das heißt, drei Zellen sind 11,1 Volt LiPo-Akkus und zwei Zellen sind 7,4 Volt LiPo-Akkus. Ich wähle jetzt einfach mal beide an, damit wir hier beides sehen. Und dann haben wir hier Design 4, das lasst ihr am besten weg, weil Airsoft gibt es hier nicht. Da könnt ihr aussuchen natürlich, was für Akkus ihr wollt. Ja, ihr wollt LiPo-Akkus. Wattstunden könnt ihr auswählen, dann die Marke. Ich würde euch empfehlen, dass ihr Nanotech und Tunergy Akkus auswählt. Die anderen sind meistens nicht Airsoft-tauglich. Dann das Gewicht des Akkus könnt ihr einstellen, ist jetzt nicht so wichtig. Dann, was ihr hier noch einstellen könnt, ist eben der Plug-Type, also der Anschluss vom Akku. Ich würde euch da empfehlen, dass ihr T-Connector und Mini-Timer anhakt, je nachdem, was für einen Stecker ihr natürlich auf eurer Waffe oben habt, ob ihr jetzt da den Mini-Timer oder einen T-Stecker oben habt auf eurer Waffe. Je nachdem, jetzt seht ihr eh schon, haben wir eigentlich die ganzen Akkus hier auf der Seite und könnt jetzt da hier eigentlich mal durchschauen, was es hier so gibt an Akkus. Ihr könnt unten sogar noch die Größe, die die Akku-Packs haben sollen, einstellen. Das heißt, ihr könnt hier die Länge, die Höhe und die Breite einstellen. Würde ich jetzt einfach mal so lassen. Und dann könnt ihr ja schauen, da gibt es zum Beispiel 3S, also 7,1er, 7,1 Volt, LiPo-Akku, 1200 mAh um 10 Euro. Ist echt nicht schlecht. Hier auch 2000 mAh, 15 Euro. Die muss ich natürlich klar sein, dass die 11,1 Volt LiPo-Akkus ein bisschen teurer sind als die anderen.
Hier seht ihr mit T-Stecker schon direkt verbaut, das heißt, ihr müsst keine Stecker mehr umlöten. Was den Stecker umlöten betrifft, werde ich euch einmal zeigen, noch in einem anderen Video, wie ihr Mini-Timey-Stecker auf T-Stecker umlöten könnt. Und hier seht ihr dann eigentlich ganz gut die ganzen verschiedensten Akkus. Also es gibt hier alles mögliche an Akkus von Größen, und wenn ihr dann so einen Akku anklickt, dann habt ihr halt auch den Vorteil, dass ihr das zum Beispiel normalerweise irgendwo die Maße stehen habt vom Akku, ja genau hier, Abmessungen. Das heißt, ihr könnt auch immer genau schauen, ob dieser Akku jetzt in eure Waffe reinpasst oder nicht. So, als nächstes, ihr braucht natürlich wahrscheinlich auch Ladegeräte für euer Akku, gibt unter der Kategorie Akkus und Ladegeräte, könnt ihr auf Ladegeräte gehen und dann gibt es hier Ladegeräte. Wichtig ist, dass ihr euch hier LiPo-Ladegeräte raussucht. Für den Anfang könnte ich hier mal zum Beispiel dieses Ladegerät hier empfehlen, das habe ich auch daheim. Das funktioniert schon seit ein paar Jährchen, hin und wieder verwende ich das. Ich habe zwar ein relativ teures, gutes LiPo-Ladegerät auch, aber manchmal verwende ich einfach dieses Ladegerät, weil es halt einfach gerade da liegt. Also ihr könnt ja dann eure Akkus anstecken für 7,4 Volt, 11,4 Volt und sogar 14, kann ich jetzt nicht lesen, 8, 6 oder was auch immer. Ihr braucht auf jeden Fall nur diese zwei Anschlüsse. Kleiner Nachteil, ihr habt da halt keinen Stecker dran, das heißt, ihr müsstet euch noch irgendwo im Baumarkt oder im Elektroshop oder auf Amazon, wo auch immer, so einen Stecker kaufen. Ist ja so ein Standard-Eingang, hier stehen die ganzen Werte. Alternativ wäre es zum Beispiel auch möglich, dass ihr euch diesen Akku hier holt, dieses Ladegerät hier holt. Ist auch von Turnigy, könnt ihr eure LiPos anstecken und es hat sogar schon einen EU-Stecker dabei. Das heißt, ja. Cool ist an diesem Ladegerät noch ganz kurz zur Info, das piept, wenn der Akku voll ist. Ich weiß nicht, ob es aufhört zu laden, das heißt, ich würde sofort abstecken, aber das piept zumindest. Aber die ganzen Infos stehen halt eh da drunter zu dem Ladegerät. Ich habe jetzt hier mal ein paar Akkus in meinen Warenkorb geworfen. Zwei aus dem internationalen Lager in Hongkong und eins aus Europa. Und das ist halt so ein kleiner 300 mAh 7,4 Volt Akku für HPA-Waffen zum Beispiel. Und hier unten gäbe es normale Akkus, das ist zum Beispiel ein 11.1er, 1000 mAh oder ein das ist ein 7.4er mit 1200 mAh. Hier seht ihr eben die Preise und ihr könnt euch dann hier aussuchen, wenn ihr euer Shipment berechnen wollt, also wie viel euch der Versand kostet. Jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt könnt ihr zum Beispiel Österreich oder Deutschland auswählen. Ich habe jetzt mal Wien und irgendeine Postleitzahl, das ist nicht meine, ich wohne nicht in Wien, aber das war mir gerade vorgeschlagen und dann könnt ihr euch hier das Europe Shipping, könnt ihr auswählen, was für eine Versandart ihr haben wollt. Ihr seht, Europa Shipping kostet 2,38 Euro, das günstigste, ohne Tracking. Mit Tracking kostet 6,78 Euro. Könnt ihr euch natürlich hier auswählen. Und dann gibt es International Shipping, das ist um einiges teurer. Also ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr ein EU-Lager nehmt, wenn es den Akku, den ihr braucht, von dort gibt. Shipment ja 3 bis 14 Tage bzw. 3 bis 10 Tage ist okay. Bei mir war es, glaube ich, nach 5 Tagen oder so da. Kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen, ist schon ein bisschen her. Dann könnt ihr Gesamtsumme aktualisieren gehen. Ladet kurz. Und dann habt ihr hier die komplette Summe und könnt dann hier bezahlen. Bei PayPal oder sonst was. Es gibt ein paar Bestellüberweisungen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wieder zurück ins Studio. Aber wie, Versand ist nicht hoch. Sie kommen relativ zügig an, die Akkus. Kann ich euch echt nur ans Herz legen, dass ihr dort eure Akkus kauft und nicht in Airsoft-Shops. Weil dort sind sie meiner Meinung nach maßlos überteuert. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, aber feinen Airsoft-Video weiterhelfen. Ist so ein kleiner nützlicher Tipp am Rande, der aber vielleicht jetzt dem einen oder anderen einiges an Geld erspart. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Für konstruktive Kritik in den Kommentaren bin ich natürlich auch immer zu haben. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ich melde mich ab. Ciao. Yeah.